Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play und Stream von Story of Seasons Trio of Towns. Heute heißt es wieder, wir müssen Yuzukis Herz gewinnen. Mal schauen, wie weit wir kommen, um sein Herz-Event auszulösen. Und zwar, wie spät ist es? 18 Uhr sowas. Okay, wir hatten im letzten Part das hellblaue Herz-Event. Das heißt, wir müssen jetzt das dunkelblaue freischalten. Und das geht aber nur, wenn es regnet oder bei Schnee. Also hoffen wir mal, dass es irgendwann mal regnet. Mehr können wir nicht machen. Kann man vielleicht irgendwie das Wetter beeinflussen? Wäre das möglich? Ich würde so ganz gerne das Wetter beeinflussen. Zertifikat beglaubigte Farmerin. Maika, du scheinst dich gut an das Farmleben gewöhnt und dir landwirtschaftliches Können angeeignet zu haben. Entsprechend verleihen wir dir den Titel der beglaubigten Farmerin. Wir wünschen dir von nun an ein ertragreiches und erfülltes Farmleben. Krass. Lieber. Nichts. Lieber sollte da mal vielleicht mal rauskommen, damit ich sie knuddeln kann und mit ihr schmusen kann und sie lieb haben kann und knutschen kann und so. Aber das ist doch schön, dass dir das der Film gefallen hat. Echt, gibt es. Das ist ja gemein. Ich finde es immer schade, dass manche Sachen, manche Spiele nur in Japan, beziehungsweise manche Sachen halt nur in Japan erhältlich ist. So wie die DLCs zum Beispiel. Zum Beispiel hat auch Story of Seasons ein DLC, was aber niemals in Deutschland beziehungsweise in Europa erschienen ist. Was ich sehr schade finde. Weil ich hatte ja gesagt, wir können ja auch eigentlich den Hund heiraten, ne? Also diesen Typen, der im Hundekostüm ist. Aber den kann man anscheinend nur im DLC heiraten und das DLC kam halt nie raus. Und das finde ich immer halt ein bisschen schade. Aber vielleicht haben sie gedacht, dass sie hier nicht so die Abnehmer für das Spiel haben. Was aber wirklich schade wäre. Okay, hier ist nichts. Ich kann nur Bananen einpflanzen. Aber wusste ich nicht, dass es dafür DLCs gibt. Aber wahrscheinlich auch nicht in Deutschland verfügbar, oder? Und selbst wenn, wäre es jetzt eh zu spät. Nur Style Boutique 2 ist durch. Das ist durch, das Spiel. Das muss man dazu sagen, das ist durch. Ah, ich überlege gerade. Banane ist was von Lulukoko, okay. Rein theoretisch könnten wir irgendwas bei Vici machen. Mit den Bananen, wenn wir ihr die Bananen geben. Aber ja. Das finde ich halt schade einfach. Wenn es so Japan-only ist und man halt selber keine Möglichkeit hat daran. Ich sag's mal so, du kannst ja die Sachen aus Japan, kannst du ja im Prinzip bestellen. So ist es ja nicht. Also du kannst ja bei diversen Internetanbietern ja sowas bestellen und dann kriegst du die auch hergeliefert. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist aber halt, wer kann denn schon groß Japanisch? Ich hoffe auch. Also Nintendo, also Style Boutique für die Switch würde ich auch cool finden. Ich würde spielen. Ich würde es Let's Playen, ohne Witz. Ich würde es machen. Einfach nur wegen der Reihe schon allein. Naja, dann viel Spaß dabei. Ich will Russisch lernen. Irgendwann werde ich Russisch können. Und dann kann man das ja auch als Belohnung anbieten. Dass ich euch erstmal so eine halbe Stunde, eine Stunde auf Russisch zutexte. Ihr werdet zwar nichts verstehen, aber das ist egal. Klingt aber bestimmt trotzdem lustig.
Aber Japanisch ist halt schwierig, ne? Mal sehen, wann Shui es schafft, noch das dritte Huhn rauszubringen. Er wird ja wohl mehr als zwei Hühner rausbringen können. Aber könnte man nicht eventuell... Ich bin der Meinung, das dunkelblaue Herz-Event hätten wir schon gehabt, aber wahrscheinlich nicht. Tatsächlich ja. Also wir sind da, Xeno und ich sind echt am Überlegen, ob wir das holen. Beziehungsweise irgendwann mal kaufen, wenn es vielleicht im Angebot ist oder wenn es Dings ist. Gebraucht kaufen. Sind wir echt am Überlegen, weil das könnte man denn ja zum Beispiel streamen, ne? Dass wir sagen, okay, ich erstelle zum Beispiel ein Level und stelle euch das zur Verfügung und ihr schaut mir dabei zu. Oder ich spiele dann halt eure Level. Da macht es schon wieder Sinn halt, das zu streamen. Let's Playen wahrscheinlich nicht, aber so als Stream würde ich es ja, würde ich es machen. Zum Beispiel. Also streamen würden wir es auf jeden Fall, aber wir werden es wahrscheinlich nicht zum Release kaufen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil dafür sind die Switch-Spiele einfach zu teuer. Das Einzige, was wir wirklich versuchen, pünktlich zum Release zu bekommen, ist halt Animal Crossing. Weil das ja dann auch als Let's Play rauskommen würde, als Stream und Let's Play. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man das wieder nur wie Animal Crossing New Leaf am besten streamt. Aber Mario Maker 2, Super, also mit Super Mario Maker 2, kann ich mir durchaus vorstellen, das halt auch so zu streamen. Das wäre nicht das Problem. Nur wir würden es halt nicht sofort kaufen. Ach Josh, mach dir deswegen keine Sorgen. Das Internet hasst jeden. Habe ich mir sagen lassen. Und bald ist es doch eh vorbei. Wir könnten den Karottensaft trinken. Der nichts gebracht hat. Der Karottensaft hat ja mal gar nichts gebracht. Der war ja Nulpe. Maika, mir gefällt es sehr, mit dir zu reden und zu spielen. Du bist wie eine ältere Schwester für mich. Was? Du denkst, du bist etwas zu alt, um eine ältere Schwester zu sein? Entschuldige, ich habe das nicht so gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass ich von dir wie von einem Familienmitglied denke. Habe ich das falsch gesagt? Nein. Wieso kann ich nicht seine ältere Schwester sein? Ich habe auch eine ältere Schwester. Und die ist 11 Jahre älter als ich. Wo ist das Problem? Aber er ist schon süß. Er ist schon niedlich. Wir müssen auch ein bisschen drauf achten, auf unsere Sachen. Wie habe ich denn einmal so viel Geld gekriegt? Weiß das einer? Ach ja, stimmt ja, jetzt weiß ich wieder, wie wir so viel Geld gekriegt haben. Ich hatte ja so manche Sachen, die ich einfach zu viel hatte, so extrem viel, habe ich ja verkauft. An Iluka, das kann ich machen. Jinjiro kann ich machen. Und das kann ich machen. Und Hinata hat heute Geburtstag. Darf man nicht vergessen. Und kraut jeden. Wieso macht er das nicht alleine? Ich meine, er ist Arzt. Obwohl, er hat so einen Putzfimmel, ne? Der Ford mag ja keine dreckigen Sachen. Der hat ja so einen Hygienefimmel. Da geht das wahrscheinlich schwer. Oh, du bist schon fertig. Nimm das als Belohnung. 405. Oh. Du kannst alles behalten. Du darfst das ganze Unkraut behalten. Was du gesammelt hast.
Ist das nicht der pure Wahnsinn? Ja. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Howdy, hast du schon den ganzen Tag hart gearbeitet? Übertreib es nicht, okay? Wie wär's mit einer kurzen Mittagspause? Willkommen, wenn es irgendwas gibt, das du kaufen willst, dann komm einfach zu mir an den Tresen und red mit mir. Was kann ich für dich tun? Wir haben null im Besitz, ne? Von harter Erde. Das ist cool, dass das da steht, wie viel wir haben. Gerade nichts, danke. Okay, das haben wir schon mal. Dann holen wir noch Dings. Bummens, Kirschen. Und Ethan. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass uns einfach die Zeit flöten geht. Lass mich doch mal dran. Was hast du denn so für Items für mich? Ginkgo-Blätter. Habe ich null im Besitz. Ich brauche 30. Wie viel habe ich an Pinienäste? Wieso habe ich null Pinienäste im Besitz? Na gut, machen wir aber mal 15. Und davon machen wir mal 25. Krass, wie wenig wir haben. Zu Yakuza. Lotus, das können wir machen. Olani können wir machen. Und Erntehelfer machen wir mal. Hey, Maika, bist du bereit? Ja. Vielleicht gehen wir morgen einfach nach Lulu. Also erst nach Lulu Coco und gucken, was wir da machen können. Vielleicht machen wir da dann mal so Lieferaufträge. Weil wir müssen auf jeden Fall besser werden, was in Lulu Coco die Stadt, den Stadtrang angeht. Weil der hängt doch ein bisschen hinterher. Da sind wir halt bei den anderen wesentlich besser dran. Ich meine, die habe ich doch. Dings. Oh nein. Einkaufen mit Itetsu. Okay. Komm, so lange hat der Laden auch nicht auf. In Tsuyukusa haben wir nur bis 16 Uhr auf. Na, Maika, schön, dich zu sehen. Da du schon einmal hier bist, würdest du mir vielleicht kurz zuhören? Okay. Ich habe vor, ein Geschenk für Tatsumi und Yaichi zu kaufen. Aber mir fällt nichts Gutes ein. Shizu kennt die Kinder viel besser als ich. Ich weiß noch nicht einmal genau, was sie mögen und nicht gern haben. Du kannst mir hoffentlich dabei helfen, ein passendes Geschenk für die zwei auszuwählen. Ich weiß es doch auch nicht. Du hilfst mir? Danke. Dann lass uns zu den Geschäften gehen. Ich weiß auch nicht, was sie mögen. Ich meine, ich rede nur mit denen. Kauft ihr so ein Papierschwein? Hier wären wir. Wo sollen wir als erstes suchen? Hm? Hast du etwas gefunden? Ich kenne mich voll gut anscheinend mit den Leuten aus. Ein Schal? Stimmt, Tatsumi trägt immer einen Schal um den Hals. Aber seinen jetzigen hat ihm Shizu gestrickt. Tatsumi hält jahrelang an Dingen fest, die er von seiner Familie bekommen hat. Den Schal wird er so schnell nicht ersetzen. Wir sollten uns nach etwas anderem umsehen. Kauf ihm so ein Schweinchen. Was ist los? Ah, was Yaichi gefallen könnte. Keine Ahnung. Er ist ein neugieriges Kind mit einer Menge Interessen. Leider wünscht er sich nur selten etwas.
Er fängt gerne Insekten und spielt lieber draußen als mit seinem Spielzeug. Das bringt mich leider nicht weiter. Wie wär's mit so einem Windrad für das Kind? Ich könnte ihm etwas schenken, das mir auch gefällt. Meine Interessen sind nicht besonders spannend. Sie sind zwar brave Kinder, aber eine Tuschmalerei wird ihm wohl kaum Freude bereiten. Gott, das ist ein härter Brocken, der Typ. Etwas, das Shizu gefällt? Blumen vielleicht? Hm, wenn ich meinen Jungen Blumen schenke, dann geben sie bestimmt nur an Shizu weiter. Entschuldige, Maika. Da frage ich dich schon um Hilfe und habe doch immer etwas an deinen Ideen auszusetzen. Hier herumzustehen bringt uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Wie wäre es mit einer kurzen Teepause? Ach, warum nicht? Lass mal Tee trinken. Abwarten und Tee trinken, das ist immer eine gute Methode. Guten Hunger. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist, ein gutes Geschenk zu finden. Worüber würdest du dich freuen, Maika? Vielleicht hilft mir das weiter. Dass Yuzuki endlich mal sagt, ich möchte dich heiraten. Verstehe, unterschiedliche Leute mögen verschiedene Dinge. Ich wollte sie eigentlich direkt fragen, aber Shizu hat mir davon abgeraten. Wenn ich so darüber nachdenke, ich kenne meine Familie nicht so gut, wie ich dachte. Hätte nicht gedacht, dass du mich eines Tages aufmuntern würdest. Danke, ich fühle mich schon viel besser. Oh. Moment, Tatsumi trinkt doch ständig Tee. Vielleicht könnte ich Tee verschenken. Stimmt, gemeinsam mit der Familie Tee zu trinken, hört sich schön an. Oh, wir haben doch noch was für ihn gefunden. Ich werde gleich nach Hause gehen, sobald ich den Tee habe. Möchtest du mitkommen, da du schon mal hier bist? Hallo, ich habe noch was zu erledigen. Wow, ich hätte nie gedacht, dass du mal Tee kaufst, Papa. Was ist denn los? Gar nichts. Ich dachte mir nur, dass es eine schöne Überraschung wäre. Wow, der Tee ist echt lecker. Du scheinst einen guten Riecher für Tee zu haben, Papa. Naja, manchmal verkaufen wir ihn bei uns im Laden. Schmeckt mir. Das freut mich. Der Junge ist so... Ich liebe diesen kleinen Jungen. Einfach, weil er einfach so genial ist. Nochmals danke für deine Hilfe. Komm gut nach Hause. Ich meine, er hat klipp und klar, ganz kurz und knapp gesagt, schmeckt mir. Fertig. Bis bald, Maika. Bis zum nächsten Mal. Es ist immer schön, dich zu sehen. Du darfst uns jederzeit gerne besuchen, meine Liebe. Weil er sagt es einfach so kurz und knapp, ohne irgendwelche so... Keine Ahnung. Hey, Maika, warte kurz. Du hast meinem Papa bei der Auswahl geholfen, nicht? Papa ist immer ein bisschen hilflos, wenn er uns etwas schenken will. Deshalb hat er dich bestimmt um Hilfe gefragt, oder? Es war echt klasse, mit der ganzen Familie Tee zu trinken. Danke, Maika. Genau, danke. Um was ging es gerade? Hey, tut mir leid, das ist ein Geheimnis. Streng geheim. Und das Kind guckt auch immer so ausdruckslos. So. Und die haben mich einfach da hinten hingekickt. Geht's noch? So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Teilzeitjobs. Ich muss noch ganz schnell zu Ramans. Kicken die mich einfach irgendwo da hinten hin, ey. Läuft bei denen. Ich muss ja nicht nur Aufgaben erfüllen, warum auch? Also, Frechheit hier. Ich habe auf dich gewartet. Danke. So. Und Hinata ist gar nicht da. Steckt denn der Typ?
Ja, bringen wir erstmal das Jinjiro und dann gucken wir mal. Ah, vielleicht ist er ja drüben in Westtown. Aber wir können später nochmal gucken. Erstmal will ich noch zu Lulu Coco, damit wir da auch mal weiterkommen. Aber wie ihr seht, wir sind in Tsuyukusa, was die... Nee, nochmal zurück. Was die Stadtverbunden... Was die Stadtverbundenheit angeht, sind wir schon sehr gut dabei. Wo Lulu Coco müssen wir uns halt ein bisschen mehr anstrengen und da ein bisschen mehr was machen. Lulu Coco. Aber die haben halt immer nur so Kackaufgaben. Danke, dass du mir hilfst beim Ernten. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Ich meine, die haben ja auch manchmal so, Ludus hat manchmal so Aufträge zum Versenden. Aber es ist halt nicht so einfach. Ja, hier hast du deine Bananen. Die Banana. Und einen Bonus krieg ich wieder Muscheln von dir. Und das mag ich. Wir müssen dennoch Hinata noch zum Geburtstag gratulieren, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Aulani steht hier. Ist das Paket für mich? Ja. Hier. Dann gucken wir uns mal unsere Reuser an. Ach, nicht so wirklich, was ich ganz gern hätte, ey. Ich hätte ja ganz gerne schwarzes Holz. Das ist ja so klasse, wenn ich schwarzes Holz da rausfischen würde. So, ich glaube, ich muss noch zu Lotus, ne? Genau, zu Lotus. Mal sehen, ich denke vielleicht am nächsten Tag, dass wir denn... Ach, das ist schon der Opa wieder. Der Opa ist ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, ich hoffe, das war's. Da fehlt nicht mehr viel. Wir haben geschlossen. Ja, passiert. Ich hoffe, dass denn wir die Aufgaben endlich fertig haben mit, Oh, er ist weg. Okay. Aber die Teilzeitaufgaben habe ich jetzt alle erledigt, okay. Das sieht jetzt aus, als hätten wir bei Tsuyukusa jetzt den C-Rang erreicht. Okay, hier läuft der Yaichi rum. Lass uns zusammen spielen, ja? Wir suchen aber noch Hinata. Hier ist unser Freund. Du siehst heute putzmunter aus. Hier geblieben. Ein Geschenk für mich, danke. Aber wo wohnt denn der Typ? Also er ist nicht in Tsuyukusa. Aber wo steckt der denn? Wo steckt Hinata? Weil ich würde ihm schon ganz gern zum Geburtstag gratulieren. Vielleicht ist er ja vorne an der... In der Kreuzung. Hoppala. Nee, hier ist er nicht. Vielleicht hier hinten irgendwo? Nee, Itetsu macht hier das Ding. Da sind die Großeltern drin. Gott, wo steckt denn der Typ? Da ist nur Jinjiro mit seiner Tochter. Yuzuki und Kasumi? Gott, wo steckt der denn? Ach, da hinten. Fuck, jetzt komme ich da nicht rein, ne? Doch, komme ich noch. Ich kann halt bloß nichts laufen, also nichts kaufen. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht. Alles ist sauber und organisiert, findest du nicht? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich bin schon ein Putzteufel. Ja, gut. Halten.
Maika, ich weiß, dass ich bei dir direkt sein kann. Ich freue mich, dass du mir ein Geburtstagsgeschenk machen wolltest und so. Aber ich finde es besser, wenn du erst herausfinden würdest, was ich mag. Ich will mich darüber freuen, aber es ist schwer. Hä? Dann halt nicht. Ich bin heute früher als sonst aufgestanden, also bin ich jetzt super wach. Beschwert er sich noch, dass ich dem was zum Geburtstag geschenkt habe. Ich glaube, es hackt. Bis in die späte Nacht zu arbeiten ist ungesund. Achte auf dich und gehe früh ins Bett. Ja. Die hat immer noch die Frisuren, aber sie hat auch nichts Neues an Frisuren, ne? Also wir haben jetzt schon mal einen Teil der Pinienäste. Ich meine, 500.000, das dauert, bis wir die 500.000 zusammen haben. Aber dennoch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir was von was haben. Was ich hier so ein bisschen schade finde, ist, mir fehlt hier wirklich so ein bisschen die Auflistung. Was wir von was wie viel haben. So, dass ich das so auf einen Blick sehen könnte. Das wäre schon echt cool. Stein, Topas. Okay, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Boah, das hat jetzt gekisselt in der Nase. Ich wollte euch jetzt aber auch nicht unbedingt direkt ins Mikro niesen. Lagerkiste nehmen, also. Erstmal machen wir Ordnung. Wir kombinieren erstmal alles so. Wisst ihr was? Den Taschenkalender, den holen wir mal raus. Minze. Thymian. Aprikosenpflaume. Zwei Äste. Pinienäste. Haben wir jetzt 55, also 35. Das heißt, da brauchen wir noch 20. Kein Ding. Kann man zur Not kaufen. Ne? Ginkgo-Äste haben wir 16. Könnten wir auch kaufen. Bambus 30. Da fehlen uns noch 30. Also was hatte ich jetzt gesagt? Pinienäste 53. Ginkgo haben wir 16 und Bambus hat nur 33. Ich glaube, schwarzen Stein hat man sehr viel, ne? Ja. Oder? Stein. Schwarzer Stein, 39. Oh mein Gott. Da fehlt uns ja noch eine Menge. Ja, und harte Erde haben wir ja jetzt im Prinzip. Glitzerstein haben wir sehr viel. Aber das andere dauert halt noch so ein bisschen. Bis wir das wieder ein bisschen aussortieren können. Harte Erde haben wir sogar 10 schon gehabt. Aber okay, gut. Hat morgen irgendwer Geburtstag? Nein. Aber dafür ist denn das Tierfest. Habe ich jetzt ein Herz bei ihm eingebüßt? Bei Hinata? Also ein halbes Herz? Ja, ein halbes Herz, glaube ich, habe ich bei ihm eingebüßt. Aber das ist nicht so schlimm. Yuzuki ist ja im Prinzip, um den es geht. Den gucken wir mal. Nein, es ist, also zu Yakuza ist noch nicht ach, wie heißt es denn? Gesperrt. Sehr schön, aber wahrscheinlich jetzt nach diesem Tag wird es wahrscheinlich gesperrt werden.
Wenn wir da jetzt noch so Aufgaben erledigen. Aber wir wollten heute ja bei Lulu Coco anfangen. Jedenfalls, was die Teilzeitjobs angeht. Damit wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Gott im Himmel, ich bin froh, wenn die Ananas und so fertig sind. Aber eigentlich ist es gut, je länger das dauert. Weil je länger das dauert, desto besser kommen wir dann halt voran. Wo ist eigentlich mein Dings? Hab ich voll vergessen. Wo ist meine Bienenfarm? Futter hinzufügen. Unsere Orangen sind fertig. Unsere Sternfrüchte sind fertig. Litschis sind fertig. Ja. Und die Pfirsiche sind fertig. Wow. Ach, ich liebe das mit den Früchten. Das mit den Früchten ist immer sehr cool. Irgendwann will ich hier auch halt noch Bäume haben. Hier kann es von mir aus noch wachsen. Das ist mir egal. Weil ich habe ja, sind wir mal ehrlich, meine Axt ist so gut verbessert, das kriege ich hin. Ich werde mal eine Frucht für Tsuyukusa aufheben. Ich möchte ganz gern bei Inari das Wetter hervorsagen lassen. Ich will wissen, wann es regnet. Euer Essen sieht irgendwie ein bisschen knapp aus, ne? Es ist noch zweimal Kaninchenfutter da. So, jetzt haben sie wieder voll. Dann können sie jetzt mal wieder so richtig happen pappen. Bäm, bäm. Das alltägliche Farmleben. Mir fehlen hier, muss ich sagen, bei Story of Seasons, ehrlich gesagt, fehlen mir ein bisschen die Erntewichtel. Mir fehlen ein wenig die Erntewichtel bei diesem Spiel. Ich weiß, es ist schrecklich, aber es ist nun mal so. Die Erntewichtel waren halt immer sehr hilfreich bei den Harvest Moon Spielen. Die konnte man halt immer dazu engagieren, entweder sich um die Tiere zu kümmern oder die Felder zu gießen. Das habe ich immer halt ganz gerne gemacht bei Harvest Moon Back to Nature. Dass sie denn die Tiere für mich, die Sachen gegossen haben. Weil es halt einfacher war. Und am Ende des Tages waren sie halt auch irgendwann mal fertig. Und ich konnte dann in der Zeit schnell die Tiere machen. Ich konnte dann schnell, was weiß ich noch, dich in der Stadt so die ganzen Sachen einsammeln. Und dann am Abend habe ich dann halt nochmal geguckt. Außer bis man halt so weit war, dass man sagte, okay, ich habe jetzt so viel. Ah, ich habe nur noch dreimal Futter. Dass man wirklich am Ende sagte, okay, ich habe jetzt meine Gießkanne so weit aufgewertet, ich brauche die nicht mehr. Dann ging das schon ganz allein. Jetzt drück den, knuddel den Hund doch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir eigentlich... Ich bin echt am Überlegen, ob wir lieber mit Gary oder mit Miri. Weil die Tatsache, dass sie jetzt draußen sind, macht es ja vielleicht auch besser. Ich bin so unentschlossen, welches Tier wir morgen auf dem Tierfest mitnehmen. Also, ich will ja echt bei den Experten mitmachen. Dann ist das ja so eine Sache.
Und Gary hat halt schon einmal gewonnen. Aber Ador hat noch nicht einmal gewonnen, aber er ist halt ein etwas besonderes Huhn, ne? Ich weiß es nicht. Es muss auf jeden Fall etwas sein, was schon voller Herzen hat. Darum bin ich halt wirklich am Überlegen, ob ich denn halt entweder Gary oder Ador oder Miri. Ach, ich weiß es nicht, ist so kompliziert. Ich bezweifle, dass wir dann halt auch gleich gegen Graf D gewinnen. Ich meine, stören wird es mich jetzt nicht. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir verlieren. Das ist halt so. Das Seepferdchen, die Venusmuschel. Ein Taschenkalender. Dankeschön. Nein, die Pinienäste wollte ich doch reinpacken. Na gut, darf ich aber nicht vergessen, gleich die Pinienäste reinzupacken. Jetzt fangen wir mal von hier hinten an. Wie treffen die drei Städte aufeinander? Vielleicht ist deshalb hier eine, so eine merkwürdige Atmosphäre. Mal gucken, ob die vielleicht irgendwelche Versandaufträge für mich haben. Jetzt bin ich schon so früh hier am Strand und die haben trotzdem zu. Okay, es ist jetzt schon 10 Uhr. Ich nehme es zurück. Nein, meine Fischreuse ist kaputt. Schockschwere Not. Das geht doch nicht. Also Ludus hört auf, das ist sehr schön. Was ist denn da am Rumfummeln? Drachenwurz. Ach, die sind ja am Putzen. Okay. Klar, verständlich. Müssen die auch mal sauber machen, ne? So, was wollen wir denn machen? Umio können wir machen, Itetsu können wir machen, Megan können wir machen, Frank können wir machen. Und Tutora machen Holzhacken. Okay, Jod, schön, dass du wieder da bist. Weil ich sag's mal so, sie will halt immer so kurze, kleine, 5. Da kann man das machen mit Holzhacken. Vielen Dank. 500. Oh, ich kriege noch ein kleines Extra von ihr. Wie toll. Dann holen wir mal bei Ludus die Sachen ab. Ja, gib her. Dass wir vielleicht jetzt etwas mehr Aufgaben von Lulu Coco machen, damit wir auch da weiterkommen. Auf die Notizen steht wie eine. Nee, keine Farmbestandteile, sondern Haustier. Möbel. Da fehlt mir das Gold. Okay. Doppelbett, ey, das ist so krass einfach. Nee, ist gut. Ist in Ordnung. Shinjiro können wir machen. Kumari können wir machen. Ford können wir machen. Und dann machen wir noch Unkraut jeden. Klar, hier regnet's. Moment, wie war das? Ich muss. Vielleicht kann ich das Event triggern. Das wäre so geil.
Ich lasse doch die Sachen in Ruhe. Ich muss von Süd nach Nord. Ich meine, es kann doch sein, dass hier irgendwo denn das eine Dings versteckt ist. Ich sehe es doch nicht. Wo ist denn hier noch das letzte Unkraut? Seht ihr das? Ja, lasst die anderen Felder lieber in Ruhe. Ja, aber sagt mir doch, wo das Unkraut ist. Ach da. Nee, nicht Hochzeit. Und zwar steht hier für das Dunkelblau Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder Sonntag bei Regen. Und ihr müsst Lauf zwischen 13 und 8 von Süd nach Nord. Ah, ist noch keine 13 Uhr. Es ist Dienstag. Oh, oh, oh. Komm, das probieren wir aus. Moment. Wir gehen jetzt halt mal hier raus. Und 13. Ich weiß, ich verpasse dadurch wahrscheinlich die Möglichkeit, noch die Pakete zu holen, aber die haben Zeit. Die Freizeitjobs in Westtown laufen nicht weg, weil wir können bei Westtown eh nicht weitermachen. Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Regen oder Schnee. Ihr dürft niemand anderes daten und laufen zwischen 13 und 18 Uhr von Süd, also von unten, nach Nord. Okay, das probieren wir aus. Hat sehr gut funktioniert. Kreativblockade, wuh! Ey, wir sind so gut. Wir machen jetzt ein Event nach dem anderen hier mit dem. Bam! Guten Tag, Maika. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Was für ein Wetter, hm? Hat ja auch lange genug gedauert jetzt. Ich versuche gerade ein paar Designs für einen neuen Haarschmuck zu entwerfen. Unglücklicherweise will mir schon seit Wochen nichts einfallen. Es ist zum Verrücktwerden. Der Juwelier, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, stellt momentan eine große Ausstellung auf die Beine. Er würde gern einige meiner Schmuckstücke ausstellen, aber es müssen brandneue Designs sein. Es stört mich nicht, dass die Aufgabe so plötzlich und anspruchsvoll ist. Mein Lehrmeister war schon immer so. Es ist nur, jeder Teilnehmer muss etwas zu einem vorgegebenen Thema anfertigen. Ich wurde beauftragt, drei Stücke herzustellen, die jeweils die Stimmung von Westtown, Nulokoko und Tsuyukusa widerspiegeln. Ich verbringe viel Zeit in allen drei Städten. Es ist also nicht so, als hätte ich gar keine Ideen. Aber bisher hat nichts das gewisse Etwas. Ich habe sogar ein paar Geschichtsbücher über die Städte gelesen, aber das hat mich nur noch mehr durcheinander gebracht. Ah, nicht noch. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Mit meinen Schmuckstücken zu der Ausstellung beitragen zu dürfen, ist eine große Ehre. Ich mache mir sicher nur zu viele Gedanken. Ich muss einfach mein Bestes geben und Schmuckstücke entwerfen, die dem Anlass angemessen sind. Also gut, wenn du mich nun entschuldigen würdest. Soll ich ihm jetzt helfen? Yutuki scheint eine kreative Blockade zu haben. Bring ihm Dinge, die ihn inspirieren könnten. Okay. Ach, da regnet es auch. Wir erzählen mir jetzt irgendwas, was ich dem anscheinend sagen kann. Machst du das jetzt mit jeder Stadt? Ja, ich kenne mich mit Mode aus. Ja, nicht wirklich. Nur in Spielen. Habe ich ihm jetzt was gebracht? Nee.
Ach nein, dieses Design ist nicht gut genug. Vielleicht das? Nein, das passt auch nicht. Wenn ich doch nur noch mehr Referenzmaterial zur Orientierung hätte. Du könntest mir auch ein Schmuckstück anfertigen. Was hältst du davon? Oh, hallo, Maika. Brauchst du etwas? Kann ich dir... Tada. Ich habe ein Geschenk für dich. Was ist das? Du hast mir Dinge gebracht, die mich hoffentlich inspirieren werden? Wo kam ich das eigentlich überall her? Noch mehr, meine Güte, diese Box ist ganz schön schwer. Sie muss bis zum Rand mit Dingen gefüllt sein. Guck doch rein. All diese Dinge. Nachdem sich unsere Wege getrennt haben, hast du nach allem gesucht, Maika? Ich mag die Musik einfach gerade. Maika, nicht weinen! Tut mir leid, ich bin so glücklich, dass mir beinahe Freundtränen gekommen sind. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unglaublich dankbar ich dir gerade bin. Jetzt, nachdem du all diese Arbeit auf dich genommen hast, muss ich mich ganz besonders anstrengen und etwas Großartiges herstellen. Nun denn, wir sehen uns sicher bald wieder. Komm gut nach Hause. Oh ja, danke. Danke. So, halt, stopp. Teilzeitjobs. Ich muss zu dem und dann Itetsu, Omyo. Okay. Wir sind aber nicht hier. Erstmal gehen wir zu Ramans und dann gehen wir die ganzen Leute abklappern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Obwohl, dich kann ich schon. Du machst deine Arbeit sehr gut, aber denk daran, genug Pausen einzulegen. Ja, mache ich. Dann holen wir erstmal bei Ramans die Sachen ab. Weil zu Itetsu müssen wir ja eh. Ein Haarschmuck. Verdammt. Itetsu? Wer noch? Aha, nein, das war das Falsche. Aufgaben. Shinjiro Komari. Die sind aber in Dings. Und dann fehlt ja nur noch... Omyo habe ich, aber... Nicht noch der andere Typ? Der Opa? Ich finde das so gut, dass wir jetzt Dings haben, ne? Nee, du hast kein Dings über dir. Den kriegst du noch dein Paket? Wo ist das Mädel? Mädel. Komm her hier. Du kriegst dein Paket? Teilzeitjobs. Ford, Megan, Frank. Okay, dann sind nur noch die drei. Das ist ja nicht das Problem, das kriegen wir hin. Mal sehen, was wir jetzt noch in Westhorn so an Jobs machen können. Also Blumenkurierin, das können wir uns schenken. Machen wir noch melken. Oh, danke, dass du mir es. Ich will nicht, dich nicht hetzen, aber kannst du die Tiere jetzt melken? Boah, ist das langsam, ey. Kann ich nicht meine Melkmaschine benutzen? Ich bin da viel besser drin. Komm schon. Gute Arbeit. Wir nehmen das als deine Bezahlung. Nein.
405. Bäm. Du bist wirklich eine Lebensretterin. Was habe ich denn gemacht? Gar nichts. Aber was soll's. Was war das jetzt? Ford, Frank und Megan, ne? Ford springt ja hier hinten rum. Ach Quatsch, Frank meine ich. Onkel Frank, Onkel Frank. Howdy, Maika. Bin gerade, bist gerade an einem Teilzeitjob, was? Warte mal. Hier. Ah, genau, das habe ich bestellt. Jo. Ich könnte schwören, der hatte im ersten Jahr einen anderen Hund. Aber okay. Sollen sie doch. Sollen sie doch machen. So, das haben wir vor, das ist da hinten. Zum Glück kommen wir halt auch in den Häusern von den Reihen, auch wenn sie außerhalb der Uhrzeiten. Was schon sehr gut ist. So, wo ist Megan? Megan kommt mir gerade entgegen, das ist ja super. Hier, hast ein Paket, freu dich. Und dann gehen wir noch schnell bei Ford rein und dann haben wir da das Paket auch abgegeben. Wo ist er denn noch da? Ich glaube, das waren doch jetzt alle, oder? Nein, nicht speichern. Teilzeitjobs. Ja, sieht sehr gut aus. Wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt bei zu Yakuza auf jeden Fall auf den nächsten Rang. Jetzt müssen wir erstmal noch hier die Mine fertig machen. Und dann können wir mal gucken. Okay, das war genug. Und wir mussten noch nicht mal was essen, weil wir so gut waren. Aber ich freue mich so, dass das jetzt mit Yuzuki geklappt hat. Das heißt, wir können schon das nächste... ach, wir haben geschlossen. Auch das nächste Event denn in Angriff nehmen, je nachdem. Das hellgrüne Event. Und da brauchen wir halt wieder nur klaren Himmel. Das ist denn nicht so tragisch. So, wir haben jetzt Freitag, ne? Samstag ist das Turnier. Das könnte vielleicht an einem Sonntag stattfinden. Das nächste Event, wenn es jetzt nicht unbedingt regnet. Ich bin aber sehr gespannt. Die Frage ist jetzt aber immer noch, welches Tier nehmen wir? Welches Tier im Prinzip soll... mit welchem Tier sollen wir halt teilnehmen, ne? Avocado. Mach ich immer noch? Achso, die muss ich erstmal gucken. Pinien ist jetzt, habe ich 61. Also das ist schon mal fertig. Schwarze Felsen habe ich doch 6, dann kann ich die auch gleich zerhauen. Holz. Schwarzer Stein habe ich 40. Warum hatte ich jetzt eben gerade gesagt, ich habe so wenig? Ach so. Nee, was hatte ich noch? Ginkgo und so, ne? Ja, Bambus habe ich noch nicht gefunden. Ginkgo muss ich auch noch. Also das mit dem Holz, mit dem Stein will ich jetzt noch machen. Schwarze Felsen halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment.
Was bringt mir das? Ich glaube, das könnte reichen. Aha, das war aber knapp. Ohoho. Ohoho. Ah. Okay. Da weint sie schon. Seht ihr das da oben in der Ecke? Da weint sie schon, weil sie nicht mehr kann. Machen wir. War doch nicht so gemeint, Mädchen. Ich will nicht umfallen. Also, Thema bei Zuneigung, Produktlevel und Produktanzahl. Zuneigung könnte man Produktlevel, weiß ich halt nicht. Aber wir versuchen es einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich nehme Ador. Nein, komm schon. Eva, komm raus. Was sagt jetzt eigentlich unser Dings? Es ist immer noch nicht, ne? Tsuyukusa ist immer noch nicht gesperrt. Aber ich habe ja im Prinzip schon fast voll, oder nicht? Ah. Seltsam. Komm, wir haben schon den 13. Sommer. Wo bleiben die denn, die Früchte hier? Einer harten Ernte. Naja, ich bin ja sehr gespannt. Da kann ich auch alle bis auf einen rausnehmen. Futter hinzufügen. Ah, da muss ich wieder ein Blümchen. Ein Blümchen reintun. Diese komische blaue magische Blume, die mögen sie halt nicht. Weiß ja Geier warum. Also die Blumen, die man hier so einfach auf der Straße findet, die wollen so seltsamerweise nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was das Tierfest jetzt angeht. Ne, ich habe keine Imker-Items. Obwohl, Lavendel ist halt auch eine Blume. Genauso wie diese Magier, blaue Magierblume. Aber das zählt anscheinend nicht. Da sagen die sich so, ne, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, Diva zu füttern. Diva muss nämlich auch noch das Essen hinpacken. Meh. Die klingen wie Schafe. Klingen trotzdem alle wie Schafe. Wie klingen Lamas? Ich weiß es nicht. Klingen Lamas wie Schafe? So, habt ihr denn im Chat eine Idee, welches Tier wir nehmen sollen? Sollen wir eins der Vögel nehmen? Oder sollen wir doch lieber noch eine Kuh nehmen? Oder ein Schaf? Irgendwas, was so volle Herzen hat. Was wäre denn so, was würdet ihr denn sagen? Weil es geht ja zum einen um die Zuneigung. Das heißt, wir brauchen schon ein Tier, was volle Zuneigung zu uns hat. Dann geht halt um die Produkte. Natürlich ist so ein Ei von so einem Seidenhuhn oder, glaube ich, ein Wachtelei besser als ein normales Huhn.
Also das Ei von einem normalen Huhn. Aber Milka hat eigentlich, glaube ich, auch schon einmal gewonnen, ne? Und somit ihre Produktmarke verbessert. Ich weiß es nicht, ich bin so unentschlossen. Ich habe so ein bisschen Angst. Weil es wäre schon echt der Kracher, wenn wir denn das wirklich schaffen würden. Weil ich glaube nicht, dass wir so gut sind, dass wir sofort jedes Tier fest gewinnen. Also das glaube ich nicht. So gut sind wir denn doch auch nicht. Ich bin halt so... Man will es halt auch nicht verkacken, ne? Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Nicht nur du. Na gut. Krass, wie viel noch um so rumliegt einfach. Aber wir haben ja bis 13 Uhr Zeit, uns anzumelden. Sommerteeblätter. Ich muss unbedingt auch mal die Teeblätter. Entnehmen. Und daraus nochmal neu machen. Ich muss unbedingt die Teeblätter auch mal. Vor allen Dingen muss ich die auch mal verbessern, also düngen. Das wollte ich sagen. Düngen. Das mache ich ja sonst nie. Ja, aber vielleicht nicht mal so das Verkehrteste. Na schön. Alles oder nichts. Heute ist das Tierfest. Ich möchte bei der Expertenklasse. Also gut, viele bitte. Übrigens sind die Themen dieses Mal Zuneigung, Produktlevel und Produktanzahl. Also, Milka hat schon einen Sieg gewonnen. Das heißt, ihr Produktlevel ist auf E gestiegen. Unsere Zuneigung ist auf jeden Fall sehr gut. Aber wir haben überall Produktlevel E. Ich glaube, ich versuch's. Ine Mu und raus bist du. Okay, mit Ador. Dein Beitrag für die Expertenklasse ist folgendes, Ador. Ja. Danke, dass du teilnimmst. Lass uns sofort zum Veranstaltungsort beginnen. Wahrscheinlich muss ich denen auch viel besseres Futter geben oder so. Ein echter Kampf. Maike, ich hab bereits auf dich gewartet. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass ich mich sehr auf den heutigen Tag gefreut habe. In all meinen Jahren als Farmer war die Zeit, in der ich gegen dich angetreten bin, am ertragreichsten. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich dich nicht verschonen. Ich werde mit allem, was ich habe, gegen dich antreten. Ah, also dann, Maike, auf einen spannenden und fairen Wettbewerb. Ich verstehe immer noch nicht, warum der eine Ritterrüstung tragen muss. Ich werde bestimmt gewinnen. Ja, ich weiß ja nicht.
Wir beginnen nun mit der Expertenklasse des Tierfestes. Werfen wir einen Blick auf die Teilnehmer. Drückt mir die Daumen. Ich habe ein bisschen Angst. Drückt mir die Daumen. Seid ihr überhaupt noch da? Oder seid ihr schon eingeschlafen? Wahrscheinlich alle eingeschlafen. Der Anfang macht Minefun aus dem Vaioli-Garten. Ach du, die hat einen Wachtel. Und weiter geht's mit Benny von der Purpurfarm. Ich weiß nicht, können Hühner mehr Eier legen? Geht das? Weil ich weiß nicht, was sie mit der Produktanzahl meinen. Als drittes haben wir Graf D. von der Legendenfarm. Der hat auch ein schwarzes Seidenhuhn. Geht das überhaupt? Können Hühner mehr als ein Ei legen? Und den Schluss macht Maika von der Happy Farm. Ich weiß das gar nicht. Und nun, da alle Teilnehmer anwesend sind und vorgestellt worden, bitte ich den Preisrichter zu uns. Das ist dieses Jahr der Tiertrainer Wuffio. Wuff. Hallo zusammen, ich bin Wuffio und ich bin heute euer Preisrichter Wuff. Ich bin total aufgeregt, hier zu sein. Ich glaube, der Typ in dem Kostüm hasst sich selber. Und hiermit beginne ich den Preisrichter zu Beginn. Ach, bitte ich den Preisrichter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da drinnen sitzt und denkt so, voll geil. Der denkt auch so, ach, was mache ich hier? Wer ist ein braves Tier? Ja, du bist ein braves Tier. Ich komme mir ein bisschen bescheuert vor. Wuff, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ich sehe, hier hat jemand mächtig Potenzial. Da bellt kein Hund mehr danach. Bitte was? Da der Richter sich wohl entschieden hat, ist es Zeit für den Moment, auf den alle gewartet haben, die Verkündigung des Gewinners. Und der Gewinner der Expertenklasse des Sommertierfestes ist... Ich bestimmt nicht. Weil der hat ja anscheinend nicht so gut gesagt. Ne? Ach, das war ja klar. Herzlichen Glückwunsch, Graf D. Legendenfarm. Püh, mein Ador ist viel hübscher. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Auf dem zweiten Platz ist Benny. Auf dem dritten Platz Maika. Und auf der vierten Stelle Minefun. Bitte was? Ich bin nur auf dem dritten Platz. Ich bin hinter diesem einen hässlichen Huhn. Ich glaube, es hackt. Ah, ich habe gegen Graf D verloren. Komm her, ich nehme mir das Ding ab. Box dich. Zu schade, Maika. Ich bin mir sicher, dass du dir viel Mühe gegeben hast, aber noch kannst du es nicht mit mir aufnehmen. Epü. Ich mache es dir beim nächsten Mal nicht einfacher. Gib dein Bestes, wenn du gewinnen willst. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich werde jetzt im Prinzip darauf warten, dass mein Futter aufgebraucht ist und dann werde ich halt das bessere Tierfutter kaufen. Nächstes Mal besiege ich ihn ganz bestimmt. Meiner Meinung nach lassen Wachteleier etwas, nein, sehr viel zu wünschen übrig. Und das habe ich Megan gesagt. Weißt du, was sie mir geantwortet hat? Ein Dinosaurier-Ei wäre für dich viel besser, Frank. Ein Dinosaurier-Ei, Junge, das wäre vielleicht ein Anblick. Ich frage mich, ob ich das runterschlingen könnte. Wachteleier haben interessante Muster. Sobald sie sich in meinem Blickfeld befinden, muss ich sie einfach anstarren. Du warst schon so nah dran. Die Expertenklasse schwer wie... Es nervt schon, dass du nicht den ersten Platz geschafft hast, aber immerhin kannst du das nächste Mal drauf arbeiten. Du hast also mehr Raum für Verbesserung. Der cheatet doch. Nachtblindheit ist ernster, als man denkt. Der Konsum von Vitamin A ist eine Präventionsmaßnahme. Was hat das jetzt mit dem Tierfest zu tun? Was hat Nachtblindheit mit dem Tierfest zu tun? Aber die Sehkraft eines Huhns, okay... Verbessert sich nicht, egal wie viel Vitamin A man gibt. Das ist allerdings keine Krankheit. Das ist schlichtweg die Art und Weise, auf die ihre Augen funktionieren. Du bist ein Depp. Alter Falter. Erinnert Hinata dich nicht auch irgendwie an einen Vogel? Er rennt und springt rum und ist immer voller Energie, so wie ein Vogel. Findest du nicht auch? Textilien kann ich meistens nach einem kurzen Blick einschätzen, aber die Standards für das Tierfest kenne ich gar nicht.
Ich persönlich finde ja, dass dein Tier genauso cool ist wie das des Gewinners. Mein Ardo ist noch viel cooler. Hier gibt es sie wohl nicht, aber es gibt da diese Vögel, die Langschwanzhühner heißen. Die sind echt cool. Ihre Körper sind wie die von Hühnern, aber ihre Schwänze sind 3 Meter lang. Cool, ne? 3 Meter! Aber bleiben die da mit mir hängen, wenn der so lang ist? Du hast echt... manche haben echt ein Rad ab. Das Muster auf dem Wachteln-Ei ist nicht da, wenn das Ei entsteht. Anscheinend wird es auf die Schale aufgetragen, während diese sich vor der Geburt im Körper befindet, als wäre es aufgedruckt. Wenn man Essig oder etwas Ähnliches aufträgt, erlangt sie ihren weißen Zustand zurück. Allerdings kann ich mir nur schwer ein komplettes weißes Wachtelei vorstellen. Vogelfedern glänzen überraschend stark. Sie fühlen sich auch richtig angenehm an. Oh, Maike, das hast du heute echt gut gemacht. Ich schätze, dass alle Tiere in der Expertenklasse richtig was drauf haben müssen. Findest du nicht auch, dass Wachteleier zu klein sind? Sie scheinen schon zu zerbrechen, bevor man sie überhaupt anfasst. Ich verstehe, Menschen verbessern sich also dadurch, dass sie gegeneinander antreten und so immer größere Höhen anstreben. Das finde ich sehr bewegend. Ich freue mich darauf zu sehen, wie du dich von hier aus weiter verbesserst. Mir ist eben ein Vögelchen gefolgt. Als ich ihm gesagt habe, dass ich nicht seine Besitzerin bin, hat es ganz traurig geschaut und ist weggeflogen. Jetzt fühle ich mich so, als hätte ich etwas Schreckliches getan. Aber es war doch nur die Wahrheit. Was hätte ich sonst tun sollen? Das Immunsystem einer Wachtel ist angeblich sehr schwach im Vergleich zu anderen Tieren. Falls also einer deiner Wachtel krank wird, musst du dich schnell um sie kümmern. Das heißt aber nicht, dass du deine anderen Tiere vernachlässigen darfst. Ich verstehe die Leute da nicht. Das ist aber schade, aber es ist auch offensichtlich, dass es allen Tieren sehr gut geht. Sie strahlen wie Haukea, nachdem sie gebürstet wurde. Wachteleier sind ganz schön klein. Ich habe ständig Angst, dass ich aus Versehen eins zerdrückt. Was haben die denn mit den Wachteleiern? Ey, es haben 3 Hühner teilgenommen und die reden nur über diese eine beknackte Wachtel. Manchmal beobachte ich Hühner und staune darüber, wie geheimnisvoll es ist, dass sie ständig Eier legen. Der Typ guckt den Hühnern beim Kacken zu. Ist schon toll, wie Hühner sich in einer Reihe aufstellen. Ganz schön schlau von ihnen, was? Du bist noch jung, Maike. In deiner Zukunft liegen noch viele Möglichkeiten zum Sieg. Aber du darfst nicht vergessen, versessen auf den Erfolg zu sein. Sei geduldig und beständig. Bleib einfach immer du selbst, Maike. Verlier nicht den Mut, bleib stark. Egal, was passiert. Wenn du weißt, dass du dein Bestes gegeben hast, musst du dich nicht schämen. Wenn es nicht dein Bestes gegeben hast, wäre es dein Tier gegenüber unfair. Es wirkt beruhigend auf die Seele, den Vögeln beim Herumtrippeln zuzusehen. Wenn ich merke, wie lange ich sie schon beobachte, ist schon viel Zeit vergangen. Ja, ich will nach Hause. Ich will in mein Bett und weinen. Weil ich verloren habe. Verdammt. Kann ich denn gucken, was das nächste Tierfest? Das ist die Trilympiade. Kochwettbewerb, Erntefest, Blumenmesse. Geburtstag. So. Und das Tierfest. Aber ich kann noch nicht sagen, was für ein Thema das ist. Okay. Festival der Fülle, Getränke, Gaudi. Bring eine Frucht und sprich mit Totora. Mhm. Ja, das ist aber nicht das Problem. Fruchtfest. Naja, das ist auch nicht das Problem. Geh mal schlafen. Oh nein, es regnet. Aber ich habe 22 erhalten. Oh nein, es ist sogar Gewittersturm, oder? Diva, du musst eigentlich ins Haus. Das Tier sieht sehr glücklich aus. Und das freut mich. Schön, hier sind sie. Oh. Ah, die Ananas. Ich kann sie aber noch nicht dingsen. Tomate. Paprika, rote Paprika. Endlich. Wenigstens mal etwas hier. Geht doch. Aber ich verliere sehr viel. Oh. Sehr viel Energie gerade, ich sehe das schon.
Was soll denn das? Warum ist da ein Dings? Oh. Okay, hör auf. Ich hab's begriffen. Okay, ich hab's vollkommen begriffen. Wir gehen jetzt nur die Sachen machen. Es kostet mich anscheinend alles. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur Futter hinzufügen. Nein! Meine Trauben sind weg. Trauben, Bananen und Pfirsiche. Mein. Ich kann es nicht fassen. Einfach weg. Und wo habe ich die jetzt gekauft? Verdammt. Also es ist richtig Tornado-Saison gerade. Also arbeiten auf meinem Hof ist nicht, wie man sieht. Also was hatte ich gesagt? Trauben, Pfirsich, Banane, ne? Banane kann ich in Lulukoko kaufen. Ich glaube nicht Pfirsich. Da muss ich mal in Tsuyukusa gucken. Das ist doch voll scheiße. Ist einfach mein Dings weggegangen. Halt, warte. Das ist so jetzt so ein Wetter, wo ich am liebsten meine beiden Tiere im Prinzip einfach mit reinnehmen würde. Und sagen würde, hey, kommt in mein Haus. Aber das geht leider nicht. Ach, das ist doch Mist. Ich hoffe, der Tornado ist jetzt nicht überall. Also Trauben, Bananen, Pfirsich, ne? Hm. In Lulukoko muss ich gerade mal ganz gucken. Die machen da erst um 17 Uhr auf. Okay. Aber ist ja auch nicht das Problem. Tomate, Paprika. Ja, immerhin, ne? Kakaobohne. Ei, Seidenhuhn-Ei und Wachtel-Ei. Ich würde ganz gern Teeblätter herstellen. Geht das? Tee. Nee. Ist eine Herbstfrucht, okay. Was hatte ich jetzt gesagt? Trauben? Pfirsich?
Ich muss nochmal nachgucken. Ist doch ärgerlich. Also was war das? Pfirsich, Bananen und Trauben, ne? Trauben, okay. Ich könnte ja schreien. Aber wir hatten noch nie einen Tornado. Ich bin zwar das von Animal Crossing, von Harvest Moon halt gewöhnt, ne? Das ist nicht das Problem. Aber ärgerlich ist es dennoch. Es ist auch überall. Also auch hier, bei denen hier. Kann ich denn überhaupt Dings machen? Ich meine, ich kann ja denn gar nicht in der Mine arbeiten. Der Typ ist auch gar nicht da. Das heißt, im Prinzip sind alle gar nicht hier. Das heißt, ich kann eigentlich nach Hause gehen. Weil ich glaube auch nicht, dass die aufmachen. Weil wenn Lulu schon nicht auf hat und der einen Typ da nicht auf hat, dann können wir ja mal gucken. Ich bezweifle aber, dass die aufhaben. Wenn schon ich keine Teilzeitjobs machen kann. Nö, alles dicht. Okay, bei Tornado wissen wir Bescheid. Also bei Blizzard ist das wahrscheinlich. Dicht machen. Na gut. Sind wir halt einen Tag weiter. Es war schade wegen Tsuyukusa, weil ich da ganz gern weitergekommen wäre. Aber okay. Vielleicht auch besser so. Am 15. ist halt nichts. Okay, da scheint jetzt wieder die Sonne. Neue Items. Ja, Tiere muss ich ja dennoch verpflegen, ne? Das ist ja, da komme ich ja nicht drum rum. Hammer. Hast geschafft. Ich habe ja genug zu essen im Prinzip. Um das auszuhalten. Das Gute ist halt, dass sie auch gegossen wurden, alle. Gedüngt habe ich sie, ne? Ich glaube schon. Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Ernte. Frühling, Bambus. Verdammt. Verdammt. Ich hätte gedacht, vielleicht habe ich ja die Früchte und kann daraus dann halt Samen machen. Aber okay, vielleicht denn doch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich nicht irgendwo halt die... Ich das jetzt mit einer Axt machen? Mango.
Also Bananen, Pfirsiche und Trauben waren es, ne? Aber vielleicht kann ich die ja jetzt alle nachkaufen. Das wäre sehr schön. Und mir geht schon die Energie flöten einfach. Weil mich das mit dem Holz so fertig gemacht hat. Aber zum Glück sind uns nur 3 Bäume abgestorben. Und die Tiere kosten mich jetzt auch nicht so massiv Energie. Wir werden einfach dann halt irgendwo was essen gehen, weil das Geld haben wir. Wir haben das Geld, um essen zu gehen. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich auch wieder genug Energie für die Tiere. Also hier hinten waren Trauben, Bananen, Pfirsiche. Trauben, Bananen, Pfirsiche. Trauben, Bananen, Pfirsiche. Kann ich das Event mit Yuzuki an einem Montag machen? Nein. Es muss ein Dienstag sein. Und natürlich muss die Sonne scheinen. Mistgabe. Also ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass wir halt das Tierfest nicht gewonnen haben. Es war irgendwo klar, dass wir das nicht gewinnen. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil das war halt auch bei den anderen Harvest Moon Spielen generell so, dass man konnte am Anfang halt nie gewinnen. Erst wenn die Tiere wirklich volles Herzen hatten, konnte man rein theoretisch sagen, okay, jetzt ist die Chance zu gewinnen wirklich 100%. Mistgabel. Schui. Du bist ein braver Hund, ne? Und ich denke, wenn wir erstmal das Futter von den Tieren umgestellt haben, es geht wahrscheinlich bei den Kühen schneller, werden wir halt die Kühe das nächste Mal ins Rennen schicken. Wir werden es jetzt einfach so lange immer wieder probieren, bis wir es geschafft haben. Weil irgendwann werden wir es halt schaffen. Bin da sehr optimistisch bei. Ich meine, wir können auch die Kuh, wir können auch Bertha mal ins Rennen schicken. Ich meine, die Kuh ist doch geil. Bertha ist die Beste. Was war, habe ich jetzt gesagt? Pfirsich, Trauben, Banane. Mal sehen, wo wir die kaufen können. Ich weiß, in Nulukoko können wir erst viel später kaufen, ab 17 Uhr. Das Kaninchenfell wollte ich behalten. Koralle, Venusmuschel. So, dann gehen wir zuerst nach Lulukoko und versuchen da wieder ein paar Aufgaben zu machen. Weil das Event mit Yuzuki können wir eh nicht triggern. Dass die schon wieder zu haben, ne? Das ist so ärgerlich. Die haben echt die bescheuertsten, so richtig die miesesten Einkaufszeiten. Das ist so krass. Sag mal, Typ. Hast du für mich. Was habe ich gesagt? Sternfrucht, Banane. Trauben, Pfirsich, ne? Okay. So haben wir schon mal Banane.
Nitra können wir machen, Frank können wir machen, Sahau können wir machen, Yuzuki können wir machen, natürlich. Ne, das lassen wir jetzt mal so. Holen im Prinzip uns die Sachen ab. Zwei sind ja eh hier im Dorf. Sahau und Mitra. Mitra ist nämlich schon da oben. Und Sahau müsste eigentlich unten sein. Ja, mit Lotus essen. Kriegen wir wieder Energie. Ich glaube, das verbessert auch die die Stadtbekannte. Hier, den Stadtdings. Den Stadtrang. So, was hatte ich gesagt? Zerhau, ne? Zerhau muss hier irgendwo unten sein. Genau, da ist er doch. So, wer fehlt noch? Frank und Yuzuki. Okay, die sind ja aber beim nächsten. Die sind ja hier beim nächsten. Paket zu Siluca, Iluca, Ford können wir machen. Komari können wir machen und dann machen. Ach, nicht schon wieder der. Aber okay, dann machen wir Unkrautjäten. Ich komme ja nicht drum rum. Danke, dass du mir hilfst. Ich finde das so schrecklich, Unkraut zu jäten hier. Bei allen anderen sieht man das wenigstens, wo das Unkraut rumliegt. Aber hier finde ich das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Weil sobald sich das hier so zwischen den Feldern aufhält, hier so, sieht man das unglaublich schwierig. Und dann heißt es ja hier, lass die Finger von den anderen Feldern. Ja, dann sollen sie den Kack da doch mal bitte nicht zwischen den Feldern packen. Mein ja nur. Ich will mich ja nicht aufregen, aber. Mein ja nur. Irgendwo. Ich will ja nichts sagen. Naja, man riecht sich trotzdem so ganz gerne schon auf, ne? Guck mal. Ich hab da was für dich. So, was war das noch? Teilzeitjobs. Ort Komari. Komari ist, muss aber erst zu Dings. Zu dem Typen. So, was habe ich jetzt noch gesagt? Trauben und Pfirsiche, ne? Hast du einen Pfirsich? Ne, nur Aprikose und na gut. Hm. Ja, vielleicht der Gemischtwarenladen. Tierhandlung. Ich kann Pfirsich da. Dann kann ich bestimmt bei Dings auch. So, jetzt noch Komari, ne? Komari, Ford und Frank, okay. Komari müsste ja im Prinzip drinne sein bei ihrem Vater. Dann haben wir die nämlich auch. Und dann sind vielleicht schon beim nächsten Tag. Nächsten Ingame-Tag ist dann zu Yakuza gesperrt. Mal gucken. Stadtverbundenheit, da ist es. Versende Baumerträge. Jinjiro und Komari, ja gut. Was ich gern mag? Gute Frage. Naja, ich mag selten ungewöhnliche Sachen, schätze ich. Da werde ich neugierig. Ah, perfektes Timing. Da ist was, worüber ich mit dir reden wollte. Kannst du im Moment kommen? Baumerträge sind nicht das Problem. Maike, ich hatte gehofft, du könntest mir einen Ratschlag geben. Es geht um unsere Speisekarte im Teehaus. Okay.
Papa hat mir eine Hausaufgabe gegeben. Ich soll mir ein neues Gericht überlegen, das wir in unserem Restaurant anbieten können. Da habe ich mir natürlich ganz viele Gedanken gemacht und was überlegt, dass er echt erste Sahne ist. Und also, auf deiner Farm wächst ja so einiges, nicht wahr? Deshalb dachte ich mir, dass das Teehaus und deine Farm gemeinsam was kreieren könnten, das sich bestimmt wie von selbst verkauft. Was meinst du, Maika? Bist du dabei? Ich kann ja schlecht Nein sagen. Wusste ich doch, auf dich kann ich mich immer verlassen. Was? Das ist noch ein Geheimnis. Das muss schon alles geplant. Jetzt muss nur noch klappen. Also dann, nichts geht ohne Zutaten. Kannst du mir welche beschaffen? Okay, und zwar brauche ich 20 mal Mehl, Azuki-Bohnen und Honig. Kannst du das für mich besorgen? Ja. Klasse, tausend Dank. Wenn wir das hinkriegen, wird das Gericht als Spezialität des Teehauses auf deine Karte gesetzt. Und ich bringe dir bei, wie du zu Hause selbst zubereiten kannst. Verdammt. Super, jetzt liegt es an dir, die Zutaten zu besorgen. Mehl ist nicht das Problem. Das können wir kaufen. Aber die Frage ist, kann ich die Bohnen kaufen? Und den Honig. Willkommen, Maika. Ah, genau. Hast einen kurzen Moment Zeit. Mit dem muss ich ja auch noch. 25 mal Mehl. Okay. Na, Maika. Was meinst du, was das für ein Gebäude da drüben früher mal war? Kannst du dir denken, worum es genutzt wurde? Ich hab Angst. Es ist ein Spa, also... Das war's mal. Jetzt ist es schon eine Weile geschlossen. Tsuyukusa, natürliche heiße Quelle, wurde vom Spa für die Bäder benutzt. Wir kamen hier früher mal als Familie hin. Ich mochte die heiße Quelle. Das Bad war sehr groß. Ich konnte darin schwimmen. Was willst du mir damit sagen? Aber dann plötzlich hatte eines dieser Bäder einen Riss im Boden. Du kannst kein Spa betreiben, wenn überall das Wasser durchsickert. Also wollten die Leute gleich das ganze Gebäude aufpolieren. Leider ging ihnen das Geld aus, bevor sie mit den Renovierungsarbeiten fertig waren. Seither steht es halb fertig da. Wir vermissen das Bad alles schmerzlich. Aber jetzt, wo alles in der Stadt wieder glatt läuft, da wäre es doch echt toll, wenn wir uns als Dorf zusammenraufen und das alte Spa wieder zum Leben erwecken würden. Und jetzt zum wichtigen Teil, Maika. Hörst du gut zu? Kannst du uns etwas Geld spenden? Bitte was? Ja, das ist ausgezeichnet. Das wissen wir natürlich zu schätzen. Danke, Maika. Dein Beitrag hilft uns sehr. Keine Sorge. Wir lassen uns auch nicht nur auf dich. Wir spenden auch so viel wie möglich. Also gut, kommen wir gleich zur Sache. Kannst du uns... Ja, das geht. Das kriege ich hin. Hervorragend, dann ist abgemacht. Ja, okay. Dann gehen wir mal das Geld spenden. Du Schmuck. Ja, hier. Meine hart verdiente Knete. Ja, das ist alles. Alles klar, sobald alle Vorbereitungen, sagen wir die Bescheid. Scheiß Schmuck. Mann. Ey, meine Knete geht für so ein blödes Spa drauf. Was ich denn wahrscheinlich noch erst nutzen kann, wenn ich hier Dings gemacht habe. Wisst ihr? Items kaufen. Wo ist dein Mehl, du Vogel? Der hat jetzt auch kein Mehl. Aber ich habe doch beim letzten Mal bei dem Mehl gekauft. Das Spiel macht mich fertig. Boah. Wo kriege ich die blöden Bohnen her? Mach mal Tierbürsterin und dann mach mal den Rest. So ein Schmuck.
Wir müssen nämlich auch mal... wir müssen ja noch was Frank geben und dann ist es ja nicht so tragisch. Habe ich irgendwie einen nicht lang genug gebürstet? Hier ist meine Bezahlung. Ja, jetzt darf ich erstmal die 75.000 wieder zusammen fummeln. Frank und Ford, ja. Frank ist Ford, würde ich mal sagen. Na gut. Frank! Onkel Frank! Und die klauen mir mein Geld, die Schweine. Toll. Jetzt ist schon auch Lulu Koko jetzt geschlossen. Ich bin überhaupt nicht böse. Was hast du? Gießkanne Hammer. Trauben! Bäm! Schwarzer Stoff, 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 Stoff. Okay. Vielleicht hat die Mehl. Honig. Verdammt, wie viel wollte die Honig haben? Moment. Nee, Moment. Stadtverbundenheit. Mal. Kaufen. Weil, bis ganz ehrlich, bis wir den Honig da parat haben, das dauert ja ewig. Die hat nochmal. 15 habe ich schon. 5. Also ich brauche 20. Und dann nochmal 5. Aber die komischen Bohnen hat sie halt nicht, ne? Das ist klar. Die Bohnen hat sie nicht. Aber vielleicht hat ja oben hier die Dings, die Bohnen. Ich muss mich aber beeilen. Das Schöne ist, jetzt haben wir unsere Traum wieder. Das mit den Baumfrüchten. Ja. Was soll ich dazu sagen? Nein, die hat sie nicht. Okay. Da muss ich halt... Nein. Du kriegst nicht mein Geld. Dann kann es sein, dass ich halt Dings brauche. Von Hinata, dass ich das bei Hinata kaufen muss. Ach, Mensch, jetzt machen wir noch Versuchsperson und Dings, ne? Erntehelfer. Die 100.000 zusammenzukriegen wird nicht leicht, aber auch nicht wirklich schwierig. Wir müssen einfach nur einmal unsere Minenarbeit mehr oder weniger opfern. Aber das kriegen wir eigentlich auch hin. Ich würde halt aber ganz gerne die Minenarbeit zuerst machen. Weil wenn wir gleich medizinische Versuchsperson machen und wir dann hier bei dem Typen da reingehen und der gibt uns irgendwas zum Saufen, was uns töten könnte, wäre es mir doch ehrlich gesagt ein bisschen lieber, wenn wir vorher schon mal die Mine abgearbeitet haben. Vielleicht können wir ja bei Hinata denn die Bohnen kaufen. Nicht nur die Bohnensamen, sondern die Bohnen generell. Nur schade, dass uns jetzt im Prinzip zwei Bäume weggerissen worden sind, die ja eigentlich Früchte getragen haben. Aber so ist es nun mal. Es ist ja meistens so, dass im Winter und im Sommer die Wirbelstürme kommen.
Mensch, Hinata, warum bist du nicht in deinem Laden? Jedes Mal, wenn ich dich brauche, bist du nie da, du Vogel. Schämst du dich denn gar nicht? So. Ich kann noch bestimmt noch die Erntehelferin machen. Auf jeden Fall werden wir dann noch die Sachen gießen. Oder Quatsch, die Bäume einpflanzen. Das meine ich. Das ist mir wichtig. Und medizinische Versuchsperson. Den finde ich, haben wir aber in diesem Part sehr viel geschafft. Versenderin, nee. Also da könnt ihr mir nichts sagen. Also ich finde, wir haben sehr viel geschafft. Nehmen wir die mit dem blauen Etikett. Außerdem muss ich, ich muss das nach Dings versenden, ne? Seht ihr das meine? Ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. Oh fuck. Das hat mich jetzt aber echt fast getötet hier. 4600, ja danke. Das reicht, okay. Ich glaube, ich muss die Sachen nach Lulukoko verschicken, ne? Also, nee, nach Tsuyukusa. Hilfe, ein Gericht. Da fehlt mir die Süßkartoffeln. Nach Tsuyukusa, genau. Ich muss das nämlich erst rüberschicken. Sonst geht das gar nicht. Ich kann ja, muss ja erstmal meinen Versandort ändern. Darum macht das jetzt auch nicht so viel. Ist das nicht so dramatisch. Oh, das wurde noch nicht genommen. Eisschnelle. Dann nehmen wir die doch schon mal raus. Wir nehmen dann alles raus einfach. Ich hoffe, meine Tasche ist bald so. Schafft das noch. Ja, knapp. Okay, das ist jetzt zwar jetzt, das genau, zu Yakuza. Es war jetzt leer, aber dafür haben wir im Prinzip jetzt, ne, für morgen sehr viel für den nächsten Tag, was wir reinschmeißen können. Damit wir auch da, weiterkommen. Ja, natürlich, die Rose. Ich verdiene zwar jetzt nichts, aber dafür ab morgen, ne, kann ich erstmal alles reinschmeißen. Dann sind wir nämlich bei den 100.000, nehme ich auch weiter. Ich kann dann auch ein paar Sachen in die Lagerkiste tun. Unkraut nicht, Platon. Platon, Platin, so rum. Aprikose nicht, das Kleinholz kann rein. Können rein, die schwarzen Steine können rein, Glitzersteine. Erstmal das Ganze hier so ein bisschen die wertvollen Sachen. Weil ich meine, das mit den 100.000, das hat ein bisschen Zeit, bis wir halt diese Bohnen halt auch
weggeschickt haben. Und hier kommt ein bisschen was zusammen. 1, 2, 3, 4, 5 kommt schon mal rein. Ich hab doch jetzt hoffentlich den Honig. Nee, der Honig noch drin, okay. Was nächsten Tag? Nächsten Tag ist gar nichts geplant. Ich sagte mein Farmbericht. Naja, läuft auf jeden Fall gut. Wollte ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Wir sind schon im zweiten Jahr. Wir müssen halt nur gucken, wie wir das mit den Bohnen machen. Habe ich vielleicht diese Bohnen bei den Samen drin? Nee. Ich muss ja so gucken. Rettichsamen. Nee, leider nicht. Okay, ich würde aber hier diesen Part beenden, weil ich glaube, in 15 Minuten schaffen wir nicht noch einen Tag. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich finde es gut, dass wir bei Yuzuki schon wieder ein Herz-Event weiter sind. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Herz-Event. Dann können wir endlich diesen komischen Kamm kaufen und mit ihm endlich eine feste Beziehung eingehen. Was sehr gut ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall Yuzuki noch heiraten können. Das war die Aufgaben. Ich glaube, bei Yuzuki kriegen wir die Aufgaben schneller hin. Weil diese Bohnen können wir im Prinzip jetzt auch kaufen. Ne? Das ist nicht das Problem. Und dann anpflanzen. Und ich hoffe, dass die Zeit noch reicht, um die Sachen anzupflanzen. Vielleicht können wir die Bohnen auch irgendwo kaufen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen wir schon anpflanzen. Ich hoffe, die haben eine kurze Wachstumsrate. Aber sonst würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Denkt daran, wenn ihr den Part guckt, am 28.04., das wäre bei mir jetzt morgen, gibt es einen Zusatzstream. Und zwar wurde sich Super Smash Bros. Gewünscht. Das heißt, von 18 bis 22 spielen wir denn auf Twitch Super Smash Bros. Also, und ihr seid herzlich eingeladen, natürlich gegen mich anzutreten. Und ich sage euch gleich, ich bin der totale Noob. Es wird auch wieder mit Cam gespielt. Das wurde sich auch erkauft. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.